Traurige Neuigkeiten für alle Wolny-Fans. Die Großfamilie zieht die Türkei-Karte. Türkei Silvia Wolny und ihre liebe Familie hatten einen großen Traum, nämlich ein neues Kapitel in der Türkei aufzuschlagen. Vor nicht allzu langer Zeit eröffneten sie stolz ihre Wolny-Boutique, wo treue Fans die neuesten Wolny-Fashion und Merchandise ergattern konnten, sogar ein Wolny-Tattoo war möglich. Aber, haltet euch fest, es gab so manche Turbulenzen. Anfang August mussten Silvia und die Crew den Laden für eine Weile schließen, nachdem ein Kunde behauptete, sie würden Schwarzmarktware verkaufen. Ja, auch in der Türkei gibt es Neider und Hater. Offenbar hatte jemand einen üblen Streich gespielt und die Polizei zu unserem Shop gerufen. Danke an den Witzbold, beschwerte sich die Elfach-Mama damals auf ihrem Instagram. Doch die Wogen glätteten sich, und die Wolnys konnten wieder die Tür zur Boutique öffnen. Jetzt aber stehen die Fans wieder vor verschlossenen Türen. Ist etwa wieder Ärger im Anmarsch oder hat das Geschäft den Bach runtergehen? Weder das eine noch das andere. Nach dem Urlaub machen wir eine Winterpause und gehen auf den Online-Modus um, verkündet Loredana nun in ihrer Instagram-Story. Wann und ob der Laden seine Türen wieder öffnet, bleibt vorerst ein Geheimnis. Möglicherweise kehren die Wolnys erst einmal zurück nach Deutschland, um die Wintermonate mit der restlichen Familie zu verbringen. Hoffen wir nur, dass die Wolny-Boutique nicht endgültig Geschichte wird. Was sonst noch bei Silvia und Co. passiert? Die neuen Folgen von Die Wolnys, eine schrecklich große Familie, laufen immer mittwochs ab 20:15 Uhr bei RTL 2 oder sogar schon vorher bei RTL Plus.